Das sind die Übeltäter. Was machen die denn da? Fegeln rum. Die vermehren sich ja wie Sau. Ups, abgeschmiert. Babsi, Berichterstattung. Das sind doch Tausende von Marienkäfer. Einige kommen aus Japan. Steht oben drauf, die Schwarzen sind aus Japan. Aus Japan. Die Orangen sind aus China. Und, na denke, die Schwarzen waren ja was mit Knickers. Hier, das ist schon ein Schwarzer. Das ist ein Japaner. Das ist ein Japaner. Dann gibt es die Hellen hier. Das sind die. Die Hellen sind Deutscher. Nee, das ist kein Deutscher. Hier sind überhaupt keine Deutschen dabei. Das sind alles Asiatische. Das ist Japaner. Das sind alles Asiatische. Die das kommen, ist Chinese. Die kommen hier nach Deutschland, bumsen hier rum, vermehren sich übelst und vertreiben unsere Himmelkiebchen. Der kommt aus Russland. Unsere Deutschen. Ich habe noch keinen Deutschen hier gesehen. Ach, so was habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ja eklig. Hier in was denn? Das wissen wir selber nicht. Das heißt, das erste Mal erlebt ihr und wir sind immer noch offen. Das ist ja Wahnsinn. Schade, das ist zu riesig, ja. Invasion. I. In einem Ohr. Wie Teufel. Boah, die stinken. Oh, die riechen wie rohe Kartoffeln, wenn du die ins Ohr kriegst. Also der gekaufte da, weiß ich nicht, das schmeckt immer irgendwie so komisch. Das ist halt so. Hier weiß ich, das ist ein Apple, die habe ich hier beim Opa geerntet. Was, Kartoffeln? Ich meine aber jetzt Apfelmus, wa? Selbstgemachter. Du hast über Kartoffelsalat geredet. Du hast Apfelmus, ja, die Schätzkeit, ne? Weil der gekürzte, der ist sowas von Scheiße verarbeitet. Uwe Fleming war dran, lebt jetzt bereit, wirst du bestimmt reinkriegen. Aber die anderen Sachen, das kommt bestimmt nicht euch an, ne? Nur die ganze Luft hier, das ist ein großer Ruf. Alles klar, ich mache den da ganze Menge. Ja. Ich habe schon denkt, dass der ganz schön Betrieb ist. Besuchstation Lemmy in Kronwald. Bei mir macht es nämlich unter Radio 5 und S5. Ja, beste Tage rüber zu dir, bring doch mal zu dir. Auf Stunde. Alle klar, kam alle dann hier, macht auch eine Radio 5 hier in der Santiago 7. Spielt alles gut dann am Luckenwalde, ist besten Zahlen. Einmal ein bisschen als Meter ran. Und bin vielleicht auch noch ein bisschen nebenbei Fahrer, ja. 13 Echo Lima 1032. So, wie hast du überhaupt? So, dann siehst du dich erst, da sehe ich vorne. Mensch, macht den lang Radio, manchmal bricht es dann liegen ohne Ende, ja. Haha, die Dinger. Ja, schon Data Charlie, ne? Ja, Mike der Markus und schon den Pinguin der Dirk heute wieder mal live in der Farbe vom Fischlberg, ja, ne? Wir hatten auf jeden Fall auch schon Kuratschatz, ja, Bogenschütze. Bleiben wir am HG bitte und jetzt kommt mal das Süd Brandenburg bitte. Bitte schön, guten Abend. Boa. Einen recht schönen guten Abend hast du dir, Markus. Hochdorf und Fichtelberg. Hier hast du Station Garfield 02, am Main der André. Und das kommt dann, wie gesagt, aus Dobra, am südbrandenburgischen Tag. Besten Abendgrüße zu dir rüber. Oder zu euch beiden hoch. Mensch, kommst du gut an, Digga. Bist du überkünftig oder bist du zu Hause? Weil du machst ja 8,5 Uhr. Ne, ich bin zu Hause. Weit raus mit Antenne heute. Das funktioniert, ja. Hörst du Matthias, 401? Aus Sonneberg, ja. Santiago 3, Radio 3 bis 4, hier beim Schildberg. Und ja, machst du raus zum Schildberg. Jo, ich bin keine Brixel. Funktioniert. Ja. Der von Sonnenberg, der hier auf dem Kletzberg, den ich da hier, ja, auf 864. Na, das haut doch hin, ja. Gut, dann geht's Mikrofon wieder zur Schneekoppe zurück. Nee, ich nehme keine Brix, aber ich bin nicht. Schneekoppe ist drüben, Schneekoppe. Schneekoppe.
Schnell, komm! Ja, dann halt zum Schneekopf. Siehst du, Schneekoppe kenne ich aus dem Fernsehen früher, ja. Mhm. Kennst du ja auch noch. War alles das nicht, drauf. Alles drauf. War das nicht irgend so ein Zückli-Gelumpe da? Irgend sowas da? Hm. Mhm. Ja, naja, Mike, zu dir zurück. Wenn du noch irgendjemand hast für mich schnell zum Verkuppeln, kannst du da nach mir jemand durchreichen. Also, du willst verkuppelt werden? Also, ich höre jetzt einen Leitmann erzählt. Ja. Nein. Achso, ich wollte dran. Ja, die quatschen alle so viel rum. Hier ist der schwarze Panther 03 am Mikrofon der Heiko. Und wir sind hier angemeldet als das Schildauer Bergfunkteam. Genau, die 17. Ja, Schildauer Berg, das habe ich schon gemacht. Oh. Angemeldet sind wir nicht, mit Fahrzeugen mit nach Hause, aber das ist uns zu stressig, wenn wir alleine sind. Ach so, Naja, funktioniert doch ganz gut, ja. Gestern Abend hatten wir auch Thüringen dran. Der hat uns da ganz schlecht gehört, ja. Ich, das ist auf Rekobreg. Oh, das ist halt sein Kotschebier alles machen. Das geht ja nicht. Nudel. Ja, ja, ich höre ihn ja auch, aber ich habe mich ja hier reingeprägt. Und da darf ich ja nicht irgendwelche Breaks reinnehmen. Das ist ja klar, das ist ja meine Grundsatzregelung. Wenn, dann kann ich nur sagen, das Break bitte mal in den Kanal runter. Aber wenn du sagst, ich darf es reinnehmen. Break, komm mal für den Schildberg. So, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist die Station Kleiner Riese, der Kleiner Riese mit dem Wolfgang am Mike und mein Kuli Hals hier in Dessau. Ja, dann grüß dich. Rotschobieb noch ausmachen, das geht in auf den Nuckel. Ruhig, das ist mein böser Nachbar hier. Also kannst du ruhig anlassen, ich finde das geil. So, grüß dich Wolfgang, hier ist der schwarze Panther 03 vom Schildauer Bergfunkteam zwischen Thurgau und Wurzen. Na wunderbar, ich wollte das mal probieren. Ich bin nämlich nicht auf die Zeit gekommen, ich sitze hier zu Hause mal rein. So, und deine Werte ganz kurz mal hier, eine Radio 5 und eine Santiago 7. Santiago 6 und Radio 4. 4 bis 5. 4 bis 5. Wunderbar, das klappt doch, das klappt doch. Mann, oh Meter. So, ich will mal euch mal sehen, ob ich noch ein paar Stationen hier anfassen kann, bevor es losgeht. Was? Aber können wir bitte mal jede Frage machen. Ich habe hier jetzt eine Schreiber. Auf welchem Kanal geht das nachher los und welche Uhrzeit? Ich habe so. Der Russe. Ruhig. Der ist besoffen. Den verstehst du nur schlecht. Ich verstehe, was er sagt. Du weißt, das haben wir schon mal. Breg Schildberg. Ich breg schon eine Stunde hier rein, dann bin ich rein. Was war denn das damals? Das ist Bayern, das war Bayern. Das ist Bayern. Quatsch. Hier, eindeutig Bayern. Warte. Hier. Bayern kann man nicht verstehen, also das ist Bayern. Ich kenne ja nicht. Der Bayern kommt durch. Das sind wir Bayern, das hörst du da. Ich verstehe kein Wort. Du bist der Russe. Wir haben eine Scheiche vor Arsch. Vor Arsch. Ich hatte vorhin gerade eine Berliner Station. Wir fahren jetzt mit der schwachen Leistung, die ich hier habe. Nun frage ich da nochmal die Station, die du gerade dran hattest, ob ich da in Berlin gehört werde. Na, ja, sieht nicht so aus. Da klappt es dann nicht mehr so richtig. Ja, Ronny, so ist das ja. Wie gesagt, ich hatte gerade Andreas da auf der 20 dran bei der der Banana Joe dann auch da gewesen ist auf dem Mittelturm und er kam ganz gut rüber und ich da auch zu ihm. Und na, du gehst mal über die Kanäle, ich dann mal wieder ein bisschen abschalte und anderes tun muss für jetzt für 3 Stunden hier, ehe wir dann in der Nacht war ein bisschen mithören. Ja, genau, Peter, genau. Ah, nee, wie gesagt. Wir schauen mal, was hier so geht. Da so in die fernen Brocken mal in Inselsberg und sowas alles. Aber ansonsten haben wir halt na, mit Basteln beschäftigt das alles andere ja. Aber so, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft mittlerweile. Ist ja auch schon fortgeschrittene Stunde. Ich habe zwar keinerlei Ahnung, wie spät es ist, aber das macht nichts. Na, also so. Ganz links. Ach, ja, gleich Viertel vor 10, also ja, doch ein bisschen später schon. Alles klar, Peter, ne? Ich denke, wir hören uns später auf jeden Fall. Ja, ich rufe einfach nochmal ein, sind hier noch Stationen von Karleberg in FM, ansonsten wechseln wir nachher mal auf USB auf eine andere Frequenz. Break, 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 Break
Akku schieben, hi. Leg das auf. Ich habe gehört, ihr seid mit dem Gepäckwagen. Bring, das ist gehört. Ich darf keine Briggs ja, annehmen. Ja, aber es gehört. Ja, das habe ich irgendwie gehört, müsst ihr mal da raus auftrinken. ich habe gehört, ihr seid mit dem Gepäckwagen hochgefahren, stand schon in der Brockenzeitung drin. Ja, Köthen, bis gleich, fahren, kleinen Moment. Ja. Köthen, das ja, war der Mike, oder? Im Gepäckwagen haben wir unser Gepäck gehabt, das ist richtig, den Wagen und das andere Zeug hier. Ne? Ansonsten hat alles super geklappt, ja, ging prima bis jetzt. Dass sie so lange auf dem Mai gehen. Ja, wollen wir mal kurz die Werte austauschen? Guck mal bitte drauf. Also Ratio 5 ist es auf jeden Fall. Ja, ihr macht bei der Marine. Sind Marienkörper, Mai-Körper. Bei mir ist es eine Santiago 8, Ratio 5. Deine Bank ist noch frei, das heißt im Augenblick steht der Jahreskocher drauf. Wir sind gerade dabei, ein bisschen heißes Wasser zu machen für einen Kaffee. Aber die Grüße natürlich zur Stelle nach Köthen. Die geht grüß nicht, das ist nicht angeschnallt. Jawohl, ist alles gut angekommen. Ja, klar und deutlich laut. Ja, hallo, die Funke dahin ist nicht angeschlossen. Und zeigt euch wieder hoch. Ja, alles bestens angekommen. Ich danke dir fürs Reinrufen. Es ist immer schwierig, jemanden hier reinzunehmen. Zumindest, weil dann immer ein Trick nach dem anderen ist. Horst, bis nachher oder irgendwann. Und dann nehmen wir gleich Dessau rein. Ich weiß aber nicht, wer das gewesen ist. Dessau, bitteschön. So, einen wunderschönen guten Abend euch da zum Rockenhoch. Hier ist die Station Kleiner Riese. Der Kleiner Riese mit dem Wolfgang, der Mike. Gute Herr Dessau. Ja, eure Werte, ja, kein Problem, Santiago 9 Plus und eine schöne Radiobühne. Wolfgang, wir haben uns bei euch in Dessau am Riesumpf letztens gesehen bzw. gesprochen. Hier ist der Jochen, der Bildröhre, sei gegrüßt. So, das habe ich so mitgekriegt an der Modulation. Alles klar, Jochen, grüß dich da mal. Kannst du bitte noch mal einen Rapport rübergeben? Wie komme ich zu euch? Ich habe das auf die Karte gekriegt. Santiago 7, Radio 5. Nicht die lauteste Station, aber glasklar. Na wunderbar, das hört sich doch gut an. Jo, dann bedanke ich mich dann erstmal ganz herzlich bei euch für das QSO und für die Werte und mache dann die QAG wieder frei. Ich denke mal, die stehen bei euch da jetzt lange. Ne? Ich wünsche euch da viele schöne QSOs und das war's dann von meiner Seite hier vom kleinen Riesenhaus. Jetzt hier, Jo, dabei. Aber du stehst nicht mehr auf dem Rehsumpf mit deinem Zelt, ne? Nee, hey, du, das wird jetzt langsam zu geil. Ich sitze bei mir zu Hause an der Heimstation. Alles bestens geklappt, mach's gut. Und da war ein Break Berlin. Das Break Berlin, komm mal. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier vom Banana Joe am Mike der Jörg. Das Ganze hier vom Möbelturm. Die besten Zahlen darüber zur Bildröhre. Nee, Quatsch, das ist der andere. Hausmeister. Zum Brocken darf, falls Sie mich hören können. Schönen guten Abend. Du bist zwar nicht die allerstärkste Station, aber bis zum Mückelturm hoffe ich, dass wir gehört werden. Du machst bei mir eine gute Radio 4. Ja, also mal hier eine Radio 5, einwandfrei, kommt sauber an hier, funktioniert alles einwandfrei. Also wollte ich nur mal wissen und hören hier, scheint ja gut zu klappen. Da, wie gesagt, die besten Zahlen darüber, maximale Erfolge und vielleicht hört man sich nochmal im Laufe des Abends da. Wer bist denn du? Scream? Hast du dich hier reingeschlichen oder was? Mach dich raus mit deinem Messer, dann kannst du jemand anders umbringen. Detlef, holst du mir mal bitte ein Wasser aus dem Kühlschrank? Das ist doch ein schöner Arsch, der hat schon abgesessen. Meine Fresse, da ist oben der Pippus. Kannst ruhig noch eine Weile stehen bleiben. Ja, sag mal, hast du dir den Arsch überhaupt geputzt? Du hast da so einen braunen Fleck dran. Babsi, rennt doch nicht vor der Kamera rum. Ich wollte am Arsch gucken. Na, hier ist was, Leute. Was hast du da an? So, Dankeschön. Das ist aber schön. Für mich? Das ist aber schönes Wasser hier. Nee, das ist meine, du musst Auto fahren. Mh, lecker, lecker. Danke, Detlef. Warte noch was, bleib schnell. Ey, du Sauer, du machst doch wieder Scheiß, boah. Dankeschön. Dankeschön. So. Ey, jetzt haben wir hier in vorweihnachtlichen Präsent.
Teller rausgeholt hier. Ja, hör auf zu sparen, Mensch. Ich bin hier der Schwarze Panda 03 und habe hier die ganzen Sachen gesponsert. Die Ferraro Küsten sind übrigens von der Babsi. Genau. Schöne Sachen. Also hier muss keiner hungern hier oben. Und ja, wir haben übrigens jetzt auch einen Tagesgast, einen Stundengast. Neues Bergfunk-Team-Mitglied, der René hier, der Ernie 0123. Aus Altenburg. Aus Altenburg an der Rhön. Altenburg. Genau, aus Altenburg. So alt. An der Mulde. Ein schönes Wetter hier, da können wir morgen gleich noch einmal durchziehen. Ne? Auf jeden Fall fast so wie heute wird's. Okay, dann euch noch viel Spaß, schöne Verbindung und ab und zu lausche ich mal ein bisschen mit rein. Alles klar, Bernd, ne? Dir auch noch einen schönen Tag, viel Spaß noch beim Hobby, ne? Und ja, wir hören uns bestimmt die Woche nochmal. Ich werde mal Antennen auch nicht mehr so aufbauen, weil ich habe die heute mit einer größeren Aktion wieder abgebaut, weil die hatte ja keine Antenne hier für den Schaleberg, weißt du? Und naja, gut, und ich habe also keine Lust, dann den Wohnwagen wieder umzustellen und da hin und her zu machen, weißt du? Ich werde dann einfach nur eine, ja, so eine TX-Reihe aufsetzen, so mit einer, so eine Fiberglas-Antenne. Mit einer Altlandart-J-Antenne, weißt du, das langt dann auch, ne, für die eine Kiste, was ich da habe im Wohnwagen, ne. Okay, alles klar, Bernd, dann mache ich die Frequenz wieder frei, 73, mach's gut, tschüss. Das gleiche, 73 und alles Gute, sag ich, ne, tschüss. Also wir können halt zubinden, ja, das ist ja alles anders, ja. Ich schon wieder auf. Wir sind ja Böttcher und Fischer. Wir entschuldigen uns, wenn wir ein bisschen chaotisch schwungen, aber wir haben schon 3 Flaschen Wein weg. Nee, nur mich. Nee. Du musst ja ein Auto fahren. Na, ich auch, aber morgen erst. Nee, heute. Heute Nachmittag. So, ja, will noch jemand mit dem Schildberg sprechen, da bitte mit Skip oder QDH. Aber nicht so viele bitte, weil wir haben... Alles einzeln, bitte. Die Skip-Listen sind nämlich voll und wir haben keine weiteren Ausdrucke. Wir müssen uns das alles merken. An der Seite gemerkt und bist da mal drauf gegangen oder noch nicht oder gehst bald drauf und tu deine Telefonnummer oder Handynummer hinterlassen oder Telefonnummer oder Handynummer ja oder E-Mail-Adresse, genau. Besser dann E-Mail. Kann ich dir das nächste Mal sagen, wenn wir wieder mal hochfahren oder auch nicht, genau, und dann kannst du mal mitfahren, wenn du willst. Ja, lass doch die fliegen. Oh. Das sind ja, und? Damals 10 Millionen gab. Von den Viechern. Mensch. Doch. Ich wollte das vielleicht doch solche rumfliegen. Den Käfer. Hast du wohl Angst oder was? Nee, sie, die kreischt immer. Ja, und? Ich stürze nicht. Ach, ich muss auch ja, du bleibst also noch hier drauf. Du siehst, wir finden uns immer wieder hier, wa? Ja, jetzt können wir noch mal fragen. Ja. Genau. Wer kann denn hier den Schildberg noch hören, bevor die Akkus alle sind? Oh, Fichtelberg, Runer Berge, gut, haben wir schon 2 Prägaufnahmen. Stopp, wir nehmen erst. Mehr als 2 können wir ja nicht hören, ja. Mikrofon zum Fichtelberg, schönen guten Abend. Break, Nassen. Ja, Runer Berge, Nassen. Zum Fichtelberg hier vom Fichtelberg. Und ja, Runer Berge, müssen ja. Wir jetzt, nur die 3 nehmen wir jetzt ja, rein, genau. Gehen weiter aus. Wir müssen schneller. Fichtelberg, 9+. 9+20, Radio 5. Wir grüßen euch, wir haben euch schon ein paar Mal gehört, aber wir haben uns nicht getraut, bei euch reinzuprägen. Ich. Da, ich, ja. Und der René. Der René, ja. Langweilig, das hätte doch der Ratte mit irgendeiner Frau. Nee, hier ist keine Ratte mit oben. Wir haben aber Marienkäfer hier im Wohnwagen. Wir haben bestimmt schon 50 hier rausgeholt. Als nächstes. Dann kommt Nossen, du sollst richtig mitschreiben hier. Komm, Runer Berg als nächstes rein. Lassen noch. Santiago 6 Radio 4+, ja, ich grüße dich, Schildberg hier, kennst du ja, wow, wir reden ja jedes Jahr über CB-Funk zusammen. Na, das und als nächstes nach Nossen. Da hin jetzt. Guten Abend, grüßt euch, viel Erfolg hier von der Station Ringo am Mikrofon, da könnt ihr. Eine R5 kann ich euch bestätigen.
und eine Sancho 9 plus hier. Ich hoffe, ihr seid mit den Ergebnissen zufrieden. Bleibt vom Feinsten. Gruß an die gesamte Mannschaft. Ich wünsche euch viel Erfolg. Schönen Abend und lasst euch nicht kalt werden. Bleibt gesund. Das ist doch immer komisch. Ja, es gehört, in Luckenwalde und in Hohenflemming wirst du auch gehört. Wir stehen ja auch vor der Haustür, HI, HI. Nicht mit HI, komm raus hier, wir haben das Bier. Ja, hier ist wirklich nötig, hier an der Abhirn. Wir haben aber ihn vergessen vor dem Hohenflemming, da war noch einer. Neunkirchener Höhe, ne? Nein, ja, weil du alles solche anderen bringst. Na gut. Alles klar, also wir haben jetzt gerade ein Problem mit dem Aufschreiben hier. Also Flemming, jetzt kommt Flemming. Jetzt kommt erstmal der Flemming, dann müssen wir nochmal aufrufen hier. Frage hinten dran, habt ihr denn Jan die Ankerstation schon gehört? Nee. Nee, noch nicht. Nein, einstimmig mit Nein. Vier Stimmen. So, ja, ganz vorsichtig. Mal SZ-Durchsage vorher S7, und nachher. S6. 6,5, Radio 5. Radio 4 bis 5. Ja. So, und jetzt nachher 1,3,7 Test. Knappe 7. Naja, fast knappe 7. Knappe 7 und Radio nochmal? 5. 5. Ja, das kann ich nicht allzu lange machen. Liebschensberg! Nee, ja, mein Bein hier. Der Liebschensberg. Draußen, auf dem Turm rum. Steffen, Abmahnung. So. hast du mitgekriegt, wie lustig wir wieder sind? Ja, genau. Da war, hast du uns wieder erwischt, ja. Die Maikäfer sind schuld, wir müssen poppen. Ja, bist du gut versichert, Thomas? Weil mein Essmeter hat sich gerade verbogen. Geht's besser, Sir? Könnt ihr noch mal rausnehmen? Nee, aber ich drehe das. Felges gehört. Ich drehe das nachher um, da drückst du nochmal auf die Taste. Ist schön, Frage. Gruß, Thomas. Na gut, dann lassen wir das ab und zu. Naja, ja, ihr wollt ja nicht frieren hier. Und ja, die Andenkgeschädigten, die sollen ja auch was hören. Na genau. Ihr seid bis Stralsund mit jeder Bumerang zu hören. No. Was ist der Wachtmeister? Wir sind mehr. Ja, also hier ist der Detlef, der DK1, der Heiko, Schwarzer Wander 03, der Babsi 007, am Mike die Barbara und der René aus Eilenburg. Der Ernie. Der Ernie. Kennst du auch persönlich? Klar, der kennt euch persönlich, sagt er. Ich nicht. Das ist schön. Ich hab mal Fleming getrunken hier. Ein Kiss, aber mit Fleisch. Fleisch. Ich hab getrunken. Doch, das geht mir doch gut. Und Küsschen oral eingenommen. Ich kann jetzt wieder 42 Minuten aufnehmen. Nee, ist der Akku. 5 Stunden, 32 Stunden. Ja, weil er die Karte gelöscht hat. Ja. Du wolltest schon die Betroffenheit. Hätte mal leise. Ja, also, pass auf, wir haben folgendes Problem. Ja, das Video ist der Babsi, der Babsi tut jetzt schon 2 Tage Filme um. Jetzt war die Speicherkarte. Das Ganze wird er aufnehmen. 5 Stunden, 2:30. So, jetzt lösen wir das Rätsel auf. Die 60 GB Speicherkarte ist voll und jetzt habe ich auf die 60 GB Festplatte umgeschalten. Ach. Ja, die haben wir auch noch drin. Ja, das ist eine wunderschöne Kamera, alles klar. So, wer hat. Die immer geschenkt hat. Wer will, wer hat noch nicht so viel, wer will mit dem Schildberg sprechen? Schreib auf Schmellen, schnell! Schmellen hatten wir doch schon! Haben wir noch nicht? Haben wir vergessen? Hatten wir. Nein! Doch, mach aber nicht aufgeschrieben! Komm! Nimm Anhalter! Schreibe auf! Ruf nochmal. Jetzt geht's. CQCQ, ein allgemeiner Anruf. Hier ist das Schildauer Bergfunkteam. Wir gehen auf allgemeinen DX-Empfang. Könnt ihr uns hören? Bitte senden Sie ein
Break. Signal. Bitte senden Sie einen Break mit Skip oder QTH. Bei uns stimmt doch alles. Bei uns war vorhin eine 16 GB Speicherkarte voll. Und da hat Babsi sich beschwert, ich habe sie einfach gelöscht, jetzt kann sie wieder aufnehmen. Genau. Was ist das für ein Krach schon wieder, Herr Tranda? Ja, du, na, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Also ja, einfach die alten Bilder löschen und komplett neu. Na ja, alles nochmal auf Anfang setzen. Na, baut nochmal neu auf, macht nochmal die Bilder neu. Ja, du, ne, wir hatten ja wie gesagt dann bei uns da draußen in unserer Baracke, wo man sagen will, zu kalt, dass immer ja ein Defender von Joachim und Elke sozusagen herein. Na, und jetzt ist es die Autofunkanlage mit der großen Antenne aber dran und da klappt das Ganze jetzt auch ohne Probleme. Und es ist schön warm. Ja, man kann ja angenehm sitzen und erfriert nicht draußen. Ne? Ja, aber das machen wir alles, die Gründe, warum, wieso, weshalb und so, das machen wir alles hier die nächsten Tage mal am Telefon in aller Ruhe. Na, ich glaube, Bilder gibt es von uns heute hier überhaupt keine, oder hat irgendjemand Bilder gemacht? Ich glaube nicht viel. Seid leise. Also, aber wie gesagt, alles hier mehr oder weniger nur improvisiert, die ganze Geschichte heute. Na, ja, nochmal zu euch rüber und ja, ich hoffe, euer Essen oder was er da hat, das hat auch gut geschmeckt. Nochmal ganz liebe Grüße da auch an Babsi und Detlef und wen habt ihr überhaupt mit? Ja, jetzt können wir erstmal in Ruhe schwatzen, das ist ja wahr, jetzt haben wir auch Zeit. Heiko. Jo, der René ist hier als Abend-Tagesgast. Du schwenkst nicht so schnell die Kamera. Ja, mach ich nicht. Ich habe schon hier auf SWR-Meter gestellt, dass du die Watzel nicht sehen kannst, deswegen. Der filmt nämlich ja gerade, der verrät uns hier. Nee, wir filmen ja alles. Es gibt alles ungeschnitten zu sehen, dann auf bergfunk.de. Wir sind schon bei. Hast du Autospitze? Wir sind schon bei einer Stunde und 15 Minuten Videomaterial. Ungefähr 68 Fotos haben wir schon gemacht. Also diesmal gibt es einen Mammut. Ein Mammut, aber wir müssen viel rausschneiden. Es gibt sehr viele Orgien hier. Das ist Berlin, Mädel, Richtung Berlin. Ach, na, dann geht's. Da kannst du ja auf den Berg oben hochfahren. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr dort oben keine Berg habt, dann legt ihr ein paar Europaletten übereinander und steigt dort hoch. Oder mit dem Auto hochfahren. Auf die Europaletten. Auf die Europaletten. Wenn du die 10 Meter hoch machst, das jeder erstmal. Ach, das ist ja ein großer Berg. Ach so, nee, war ein Scherz. Ich weiß ja, dass er bis Berlin oben schön oben die kleine Berge hat. Aber wenn du wirklich Flachland hast oder so, irgendwie geht das so noch. Okay. Wenn das meine Schicker sieht. So, funken wir weiter, wa? Jetzt müssen wir mal die Nummern austauschen hier. Ja, hast du doch schon. Die hast du doch immer. Das ist ein Kunde, ey, das ist schon voll. Gut, alles klar, Nummern haben wir ja schon ausgetauscht. Hast du gespeichert, wenn ich da. Nee? Na, was denkst du, was wir hier essen? Wir essen hier Ferrero Küsschen und trinken hier Rotwein dazu. Das ist eine Mischung wie Tag und Nacht. Weil sonst ertrunken ist. Heiko, der ist verwirrt, deswegen. Ich bin verwirrt, sagt er. So, wir funken jetzt weiter hier. Der wird schon wieder rot, der Heiko. Ja, bis gleich. Mir steigt der Rotwein in die Füße. Iggy, früher, kennst du das noch? Da gab es immer Showfit, das ist hier so Kakao, da hast du aufgemacht, da war ein kleiner Quickie drin. Doch, das waren so die kleinen Autos. So eine Runden waren das. Die hießen Quickie. Echt? Ja, früher hießen Autos noch Quickie. Kennst du die? Ja, hieß einmal kurz Fängeln Quickie. Genau. Da siehst du mal vom Kinderspielzeug ins sexistische umgewandelt. So. Alles klar, ich mach mal hier ein CQ, CQ einen allgemeinen Anruf. Mit uns will sowieso keiner mehr reden. Ja. Pass mal auf, Steffen, bring du dich bitte mal rein, damit es nicht so leer aussieht. Durch die weite Welt, ja. So, bist du neu oder was? Wer bist denn du? Ich meine, werde durch. Ich bin immer derselbe, mit dem du gerade telefoniert hast. Steffen! Mädel! Der ist besoffen, hör auf! Nein! Nein, Steffen, der ist voll! Das sollst du doch nicht sagen. Wir wollten doch jetzt ein neues. Der war rot. Bring dich doch mal mit München rein oder so. Na, lache nicht, machen wir mal. Der ist uns. Pass mal auf, machen wir mal. Wir wollen Eintracht München. Wir wollen die Liste voll kriegen hier. Jeder schöne guten Morgen, geht natürlich zurück hier. Santiago 9 Plus, Radio Finne. Gut, dann rufe ich die Station Nummer 6, die Whisky Delta, Werner auf dem Kälberberg. Bayern. Hören wir nicht.
Fenne. Siehst du mal, was die hören, hören wir nicht. Thüringen. Ja, grüß dich da, 9 Plus und eine sehr gute 5. Wunderbar, ja, Santiago 9. Würste. Tja, nee, heute haben wir was ganz Cooles gemacht. Da haben wir erst die Würstchen gegrillt und die übrig waren, haben wir in die Originalschale wieder reingelegt. Also die Originalpackung haben sie zugeklebt, sahen aus wie vorgegrillte Würstchen. Nee, wir haben die Original wieder in den Originalkarton reingepackt, also in den, weiß schon, in den Schweißfuß. Die Schweißbeule. Jo, und vor uns haben wir so heiß gemacht, nochmal richtig rausgeholt und dann nur im Minibackofen und dann geht's. Ja, so jetzt? Also, einen haben wir noch da, wenn er noch langkommen will. Ja, schön, sie essen denn. Alles klar, sitzt er wieder da drinnen? Wie ist denn's? Schön warm? Ja, wir haben auch 25 Grad und im Kühlschrank sind 5,3. Der mit seinem Kühlschrank immer. Was, hier war ein Break? Na egal, Break. Na egal. Ich muss ein Elfchen im Feuer machen. Lass uns essen. Das war der Chef von der ganzen. Der letzte Urschein gekommen. Was ist super? Alles klar, Achtung, der Träger Schild aus Schildsböge. Ich yes. Habe keine Ahnung mehr. Ja, hier ist das Schildauer Bergfunkteam aus Sachsen bei Leipzig. Könnt ihr uns kopieren? Ja, ohne Probleme kann ich euch kopieren. Ja, bis Leipzig geht es da scheinbar ganz prima. Santiago, die 4, Radio die 4. Was hat er bei uns gemacht? Radio 4? Radio 3. Nein, 4. Nein, 3. Ja, Radio 4 minus. Radio 4 3. Minus. 3. Santiago.